Wir haben uns etwas einfallen lassen, versprach BHC-Cheftrainer Sebastian Hinze in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Neben der offensiven 3-2-1-Defensivvariante ließ er diesmal von Beginn an den Schweden Emil Berggren von der Leine, der im ersten Durchgang 5 Rückraumkracher im Gehäuse der Badener unterbrachte. Sein Doppelschlag zum 3-3 und 4-2 markierte die erste Führung der Hausherren. Die Rhein-Neckar-Löwen stemmten sich mit hohem Kraftaufwand gegen den Rückstand, was den BHC-Coach nach dem 9-9 auch veranlasste, die erste Auszeit der Partie zu nehmen. Denn sein Team machte es den Gästen durchaus in einigen Situationen zu einfach, wieder zurückzukommen. Mit Viktor Szilágyi, Milje Dulák und Arnór Gunnarsson brachte Hinze nach dem Timeout zudem frische Kräfte auf die Platte. Nach einer nahezu perfekten ersten Halbzeit, die sich berechtigterweise im Remis widerspiegelte, gaben die Bergischen Löwen den Gästen rund um die 45. Spielminute die Möglichkeit, trotz aller Schwierigkeiten eine starke Phase zu generieren, in der die ganze internationale Klasse der Rhein-Neckar-Löwen so stark aufblitzte, um die Bergischen binnen weniger Minuten mit 19-25 auf Distanz bringen zu können. So schickte ein stark auftrumpfender Niklas Landin seine Mitspieler gleich mehrfach in den Tempogegenstoß, da der BHC nicht schnell genug den Rückzug angetreten hatte. Doch die Bergischen Löwen gaben das Spiel zu keiner Sekunde verloren und knüpften an den starken Auftritt von Hannover an. Gut 10 Minuten vor dem Spiel hätte beim aufopferungsvollen Kampf des heimischen Löwenrudels noch einmal Hoffnung aufkeimen können. Doch beim 21-27 scheiterte zunächst Routinier Michael Hegemann am dänischen Nationaltorhüter. Den Abpraller setzte Christian Nippes nur an den Pfosten. Die 3600 Zuschauer in der Unihalle honorierten den energischen Auftritt ihrer Löwen und hielten die Stimmung bis zum Ende hoch, so dass das Endergebnis von 26-34 nach der Leistung beim TSV Hannover-Burgdorf den nötigen Schwung in der Vorbereitung auf das eminent wichtige Auswärtsspiel am kommenden Samstag beim TV Emstetten geben dürfte.